Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play The Last of Us zum 29. Part. Wir sind im letzten Part hier angekommen vor dem Wasserkraftwerk. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach auch mal weiter. Und ich nehme jetzt auch mit dem neuen Headset auf. Und ich muss auch mal jetzt hier was sagen. Das andere, was ich mir dann, was ich angekündigt habe bei GTA, das ist mir auseinandergefallen, komischerweise. Und da habe ich das umtauschen lassen, so habe ich wieder dasselbe. Aber jetzt bin ich auch mal gespannt, wie lange das hält. Und ich bin gespannt, was sich jetzt auch hier hinten verbergen wird. Schauen wir einfach mal nach. Ich weiß es nämlich nicht. Deswegen gehe ich mal lieber auf Nummer sicher hier. Hier ist es ja immer so gefährlich in den Gegenden. Gehen wir rein? Ja, ich. Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Ja, würde ich auch sagen. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Du bist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Eine sehr lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Das ist ja mal warm. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Das ist ja cool. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. So, jetzt werden wir hier quasi durch die ganze Fabrik geführt. Ah? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Ach, wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. So, dann warten wir mal, bis sie hier durch die Tür gelaufen ist. Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Sie bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich.
Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Das ist schon heftig. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. So, jetzt folgen wir denen einfach mal. Und ich muss schon sagen, hier sieht es schon richtig alt aus und hier sieht es auch richtig verrostet aus. Ist ja auch kein Wunder, wenn die Fabrik schon so alt ist. Ist ja eigentlich logisch. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. So. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zu. Oh, hier gibt es wieder schöne Sachen für mich. Wir glauben, es klappt diesmal. Das ist ja doch mal schön für mich. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. So. Jetzt können wir auch schon weiterlaufen hier. Wenn nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Ist fertig? Nur noch eine Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Sehr gut, es läuft ja auch wieder alles. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Oh, anscheinend hat er hier noch so einen extra Raum, wo man sich unterhalten kann oder irgend sowas. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich bitte. Weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie.
Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung? Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Huh? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja, das weiß ich. Jetzt geht's ja richtig zur Sache. Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Komm her, du Drecksau. Alter! Okay. So geht's jetzt also hier ab. Alter, wie... Ich wollte schon sagen, hier, wie viel überleben die denn? Ich muss auch gerade mal gucken, der Ton ist irgendwie zu laut. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Irgendwie ist die Drecksau doch noch am Leben. Ey, wollte ich mich jetzt verarschen? Kann ich... ich will schon sagen hier, ey. Kann ich einen Typ hier nicht erledigen oder was? Es wäre ja gelacht. Was gibt's denn hier Schönes für mich? Yeah. Es wäre ja lächerlich gewesen, da, wenn ich die nicht erledigen könnte. So. Fertigungszeit verbessert. Sehr gut. Sehr gut. Alter, ich habe mich hier schon erschreckt. So, jetzt rennen wir hier mal ganz spontan die Treppe hoch. So. Alter, da ist doch keiner. Yeah, habe ich voll einen Hackshot gegeben. Ich wollte schon sagen, ey, wie viel kannst du einstecken? Alter, wer schießt hier auf mich? Oh, der ist schon tot. Lol. Oh, nicht schlecht. So. Oh, yo. Yo. Maximal. Alter. Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke. Yo, Alter. Ich hab eben voll Angst bekommen. Nein, keine Chance. Ich will jetzt hier mal die Karte einsammeln. Sie sind hier, endlich versteck dich. Oh, eine Axt. Jetzt wird hier mal rumgehackt, würde ich sagen. Rumgehackt. Rumgehackt, rumgehackt. So, jetzt bräuchte ich wieder eine andere Waffe.
Nehmen wir einfach mal die lustige Waffe hier. Ich glaube, er wäre auch schon erledigt. Nee, der lebt noch. Ah, du Drecksau. Nein. Ah, das wird so nix. Ich bin schlecht. Ach, Mist. So, der kann mich jetzt mal, der Typi. Trickschwein oder was? Können meine Scheiße fressen hier. So. Renn, du Drecksau. Yes, Leute. Ihr müsst zu den Frauen. Bin schon da. Ich bin stolz auf mich. So, jetzt gucke ich gerade nochmal hier nach einer gescheiten Waffe. Gut. Oh, 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 hier geht's noch weiter hier unten. Jetzt noch welche sein, genau. Alter, die haben ja unendlich viel Leben. Das ist ja auch nicht normal. Ey, wer schießt denn hier jetzt schon wieder so sinnlos rum? Ja. Alles okay. Die Kleine ist hier. Ja, wir leben noch. Das war verdammt knapp. Guten Tag. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann. Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Jetzt soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus.
Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich habe sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay, sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Da. Ja, jetzt ist auch noch die Ellie abgehauen. Und ob wir sie finden werden, das seht ihr dann im nächsten Part bei Let's Play The Last of Us. Und da sage ich jetzt einfach mal Tschüss, Freunde.